Wie der Ball rollt. Da spielt einer Fußball. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 2 Together. Mit mir, dem Wolf und dem Herrn Zakor. Der gerade hier mit seinen Bällchen spielt. Tipkick, sage ich nur. Wenn das noch einer von euch kennt. Ich glaube, Zako, du kennst das bestimmt noch, ne? Tipkick? Sagt mir jetzt gerade nichts. Das war doch dieses komische Fußballspiel mit den vier. Mit den einen, mit den Nupsis oben auf dem Kopf, wo dir dann das Bein den Ball weggeschossen hat. Diesen komischen Achteckball da, oder was auch immer das war. Ach. Ja. Irgendwie ganz, irgendwie, ganz grau, ne? Aber ganz. Also, sagt mir fast nichts. Das sagt dir. Hallo allerseits übrigens noch. Ja. Immer noch etwas ein bisschen verschnupft hier bei mir, ja. Also. Man entschuldige bitte den einen oder anderen. Den einen oder anderen Rotzfaden, der sich gerade am Mikro bildet oder so. Ja, genau. Ja. Wir sind jetzt wieder genau da, wo wir letztes Mal auch den Cut gemacht haben. Ich dachte, ihn jetzt echt ja, also dabei geht kaputt. Eine längere Pause und das Ganze ist jetzt im Schnelldurchlauf, ja, haben wir das jetzt nochmal gemacht. Es war eine Pause von einer Woche. Und wir haben jetzt allerdings auch einen neuen Plan, wie wir das hier machen mit dem Hochfahren, mit den Treppen hier. Nicht mehr so mit dem Glasblock da, mit dem da hin und her schieben, also mit dem blauen Strahl. Mal vorhin entdeckt, und zwar, wenn ich das so mache, dann wird der Wolf geburzelt und das Ding ist schon mal da drin. Das heißt, wir müssen nachher nur noch mit dem Strahl die Kugel da reinbringen. Ja, das ist alles. Das ist alles. Wir sind letztes Mal echt nicht drauf gekommen. Ja. Ja, es war ja auch schon spät, als wir die Folge aufgenommen haben. Ja, und der Wolf war schon müde. Ja. Ja, es war eine harte jetzt. Woche, wie wir letztes Mal, glaube ich, gesagt haben. Mach jetzt! Oh. Da und da. Ja. Hätt ich mich nicht. Jetzt komm rauf hier. Ich bin doch drauf, ich bin sogar hinter dir. So, ich schmück mal rüber und ich muss schießen. Guck. Ich glaub, dein Gebiss ist locker. Okay, Tötungsmaschinen. Okay. Das war's. Werft einen tiefen Blick in eure neuen schwarzen Seelen und sagt mir, was ihr seht. Ach, vergesst es. Immer noch matt. Nein. Ja. Halt, das muss er. Ich muss ja rechts. Wenn die wüsste, dass wir zwei sind. Ja. Wie war das in der letzten Folge? Ein Insider. Wir hatten aber wirklich einen Insider letztens, was war das? Ah ja, genau, Schuschu. Ist schon zu lange her. Ja. Turino. Wir haben nun bewiesen, dass Beschimpfungen eine Matschbirne in eine verängstigte Matschbirne verwandeln. Versuchen wir es also mit positiver Bestärkung. Logik. Ich gehe stark davon aus, dass die Remontageeinheiten bald wieder defekt sind. Vielleicht während ihr sie benutzt. Ihr seid ihr doch völlig egal. Natürlich seid ihr mir auch egal. Aber ich versuche wenigstens nicht ständig euch umzubringen. Ich bin ja so gutmütig. Mhm. Ich dachte jetzt ehrlich gesagt, wir wären schon am Ende. Das war die letzte Testkammer. War sie gar? Das war die siebte. Wir sind erst in der achten. Guck an. Ja, also ich bin echt jetzt gewesen. Letzte. Ne? Ich dachte, die Folge geht jetzt 3 Minuten. Ja, dachte ich auch. Deswegen wäre das jetzt so die kürzeste Folge ever, die wir auf unserem Kanal hochgeladen hätten. Aber Pustekuchen. Ja, ist doch scheißegal. Da hinten gehen wir mal aus. Dann wird das vielleicht wieder die längste Folge. Wer weiß. Nein, sehen wir dann. Was passiert bei dir? Bei mir fahren die Dinger. Die kennst du ja wohl. Guck mal, die Dinger. Ja, die kenne ich. Die gefallen dir, ne? Die Klötzchen. Die Klötzchen fahren hoch und runter. Wilde Zarkor. Der Platte, da ist er platt. Ja. Oh, da hinten ist Gelarino, was kann man da machen? Platsch. Wir könnten einkleistern. Da kommt ein Ball. Ein Ball? Da. Und hier ist ein Robot. Ein Ball geflogen. Bin ich schnell genug? Bitte. Nie im Leben bin ich schnell genug. Nee, nie im Leben. Wir müssen die. Was ist denn da drauf? Was ist das für eine Fläche da? Hallo, ja, Entschuldigung. Nichts, wo man drauf kann, aber hier unten. Guck mal mit. Ich hab was entdeckt. Komm raus. Er hat was entdeckt.
Ja, ich habe etwas entdeckt und zwar... Dass du hier was hingemacht hast, ein Pfützchen. Ja, ich hab das jetzt schon geschnallt, pass auf. Ach nee. Ja. Ja, dann mach hin dein Zeug. Dann mach ich schon. Klatsch. Alter, wieder, das ist ja alles voll gesabbert. Wow. Und jetzt brauchen wir unser Jumpgear. Ja, aber jetzt ist nur das... Ah, ich wollte schon sagen, wieso wird das nicht bis vorne hin voll? Ja, du weißt doch, das Zeug braucht so seine... Ne? Ja. So, jetzt machen wir das so, dass ich, hier und... Aua. Boah, ey, der Typ, der ist einfach wieder voll... Jetzt musst du auf die Druck. Platte da drauf, weil die geht wieder auf. Ach nee. Ja, weil ich halt die Kugel bin, ne? Ja, aber du willst ja unbedingt, dass ich in dieses gefährliche Labyrinth reingehe. Ja. Wow. Da. So. Ah, guck an. Bitteschön. Gehen Sie hoch. Ja, ja. Vertrau dir. So, was kannst du jetzt machen? Runtergehen. Jetzt auch gerade rüberlaufen. Der Block ist sinnlos, oder? Ja, irgendwie schon. Der ist einfach nur da zum Trollen. Mhm, ja. Runter. Und nun? Runter? Komm da nicht hoch. Er kommt da nicht hoch. Alles klar. Okay. Fahr mal hoch. Okay, Du mal. Ah, okay, pass auf. Schau mal da, kannst du da hinschießen? Wo? Muss in die Richtung. Muss in die Richtung. Muss in die Richtung. Ja, ich komm ja schon. Muss in die Richtung. Geh ja schon. Da kannst du jetzt da hinschießen. Ihr könnt mir aber kein Aua machen. Negativ. Nicht gut, wenn negativ. Okay, dann. Dann egal, habe ich trotzdem die Lösung für dein Problem. Der Turm fällt gerade hoch. Ich hab die Lösung. Wer fährt hoch? Der Turm, okay. Ja. Ich hab die Lösung. Hä? Er hat nicht die Lösung, oh mein Gott. Ich dachte, ich hab die Lösung. Ich muss mir das mal vom Näheren angucken. Okay. Alles klar, ich hab die Lösung. Fahr das Ding mal runter, bitte. Ah, ich liebe dieses Geräusch von, Okay, lass es unten. Hallo, Rohr? Ja. Hallo, so. Rohr? So, lass es unten. Ich lass es unten, Mann. Ich stehe da drauf mit deinem... Halt mal, ich muss mal kurz probieren, was da passiert, wenn ich... Ja, da geht ja diese Wand weg. Ja, bloß... Aber nur für eine gewisse Zeit, ne? Nee, die... Lol. Tatsächlich, die bleibt. Nee, die kommt sofort wieder. Ja, aber nur wenn du wie einmal kurz drauf... Wie hab ich dann gerade eben da rausgeschossen? Tastenkombination? Bietet? Die habe ich dann gerade da raus... Geh mal von dem Knopf runter. Die habe ich da gerade rausgeschossen. Tja, das weiß ich doch nicht. Hast einen Bug genutzt. Also irgendwie sind alle Spiele, die wo ich dabei bin, sind irgendwie verbuggt. Das macht irgendwie langsam Sinn, oder? Ja. Nein, weiß ich nicht. Okay, fahr das Ding wieder runter. Ich bin hier. Fertig, das ist total bescheuert. Das ist doch das geht ja nicht in dein Brain rein, wa? Geht nicht. Das ist doof. Das ist doch Ding, so bescheuert. Das große Klötzchen kann ich nicht beeinflussen. Oh Mann, ey. Was kannst du eigentlich? Oh Mann, ey. Aber wie bin ich denn jetzt gerade da rausgekommen, verdammt? Ja, weil... Wie ging das denn? Ich muss das doch alleine gemacht haben. Ja. Hä? Das ist wieder mal typisch. Okay, fahr das Ding runter. Ich fahr... Ja. Ich komm grad nicht klar. Was soll denn der Scheiß? So, jetzt hat... Rü. Hier hinter, bitte. Oh, Mann. Ey! Was denn? Ey! Ah. Oh, so. So, Platsch. Da oben ist noch ein Laser. Oh, rettet den mal. Ja. Ja, warte. Gut gemacht. Ja, warte. So,
Jetzt lassen fallen. Oh! Wieso geht der kaputt? Wieso geht der kaputt? Weil ich die ganze Zeit auf den Knopf drücke. Oh, ey! Ich denk grad. Lol. Ich guck grad schön bei dir, wo ist denn da irgend so eine Wand? Ne? Ich blick's gar nicht und drück da halt die ganze Zeit. Ich dachte eben, ist jetzt mein Portal kaputt oder so? Ist da jetzt auch so eine Self-Destruction-Wand drin oder so? Ja, klar, du hast ja die Prototyp-Kanone. Ich hab die richtige Kanone. Ich hab mein Prototyp die ganze Zeit in der Hand. Da oben ist noch. Okay, dann baue ich jetzt das Ding. Pass auf. Er baut sich ein Ding, Leute. Ja. Mhm. Du gehst jetzt hin und schießt jetzt hier. Da. Ja. Im Portal. Mach da. So. Und jetzt steckst du das Ding durch das Portal. Das da. Mhm. Da unten ist irgendwo so ein. Da unten ist irgendwo so ein Ding, wo du hin kannst. Da unten ist so eine Wand. Ja, ja. Hier ist was. Aber langsam reinschmeißen, vorsichtig. Ich mach's ja langsam mit Gefühl. Okay, lass los. Hast es? Okay. Yeah. Okay, dann lass mich wieder reinfahren, hochfahren, zurückfahren. Fahren, ja, warte, fahren. Warte. Fahren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob diese Kammern, ob die so gedacht sind, ne, wie wir die manchmal machen. Ich weiß es auch nicht, also wir machen es einfach so, wie wir uns denken. Ich hab das Gefühl, dass es bei manchen Kammern echt irgendwie am Rumglitschen oder Backen oder sonst was ist. Jetzt hab ich die Frage schon mal gestellt, oder sind die Kammern jetzt exklusiv von den Entwicklern oder sind das Custom, also jetzt von Fans? Ja, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, das sind exklusiv, also von Entwicklern. So, wie kriege ich den jetzt darauf? Der jumpt da rum wie Mario. Irgendwie so, ne? Ja, irgendwie so. Hey, okay. Überleg grad, wie ich da hochkomme. Ja, da rumjumpt, Alter, ey. Doin. Ja, ich. Doin. Wie das aber aussieht, also ich meine, mit seinen Würfelchen da in der Hand, so richtig nur gerade. Jetzt leuchtet er. Ich hab den Würfel gerade in das Ding gehalten. Wow. Hast du gesehen, wie der blau geworden ist? Ja, ich hab gedacht, du hast mit einer Taschenlampe geleuchtet oder so. Ja. Aber wieso ist der Würfel nicht weg? Was ist denn hier kaputt? Ich könnte den auch hier stehen lassen, ne? Das wäre eigentlich ganz klug. Ja, und? Also da geht auch komischerweise die Dings nicht, ne? Die Wand nicht hoch. Warte mal, ey, wie komme ich denn da jetzt hoch, bitte? Ich weiß ja, ich sehe das ja noch. Wir müssen auf jeden Fall... Ah, alles klar, alles klar. Ah, okay, alles... Oh. Ah, aha. Also, nee, warte mal, das passt nicht. Nee. Fahr das Ding mal bitte runter. Ja. Komm nicht. Ich setze mich mit meinem Gesäß auf den Knopf. Gut gemacht. So, also hier ich setze mich hin. Hier ist auf jeden Fall nochmal so ein Ding. So. Und da kann man was... Ah, okay. Bloß bringt mir das irgendwie nichts. Ah, warte mal. Wenn mach mal ein Portal da oben. Vielleicht musst du ja die Geschwindigkeit aufbauen. Vielleicht fliegst du ja dann ja so rüber. Ja, jetzt fällt mir Louis in die außerirdischen Kohlköpfe an. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich würde sagen, das ist mal wieder eine Kammer für dich. Da darfst du dich jetzt mal dir mal was überlegen. Ja, was ist jetzt überhaupt. Was waren da oben jetzt eigentlich? Die Laser irgendwie kommen. Ja. Ich weiß nur nicht wie. Ist aber wir haben kein weißes Skill, ne? Oh. Nee. Das ist mein Problem. Wow. Wow. Bin ich jetzt. Wie, hast du das Ding gerade hochgefahren? Bin ich dann automatisch so hochgesprungen? Nö. Du haust auf jeden Fall schön die Melone an. Ja, ich merk's. Wird gut. Probier's mal mit Jump. Ja, mit Jump. Das Jump-Gear hilft dir auch nicht weiter, ne? Fahren wir nochmal runter? Ja. Okay, fahren wir nochmal hoch. Okay, das ist komisch. Aber du kannst da nicht rüber jumpen, ne? Oh. Autsch. Der haut sich schon wieder die rüber an. Das versuche ich ja gerade. Wobei es gehen könnte schon, aber das ist. Bloß da hinten brauche ich dieses scheiß Teil. Ich könnte ja jetzt theoretisch dir irgendwas rüber schicken, weil das die Wand ist sehr offen. Ich könnte dir jetzt Jump Gear oder kommt das nicht so weit? Ich hab ja alles hier, weißt du? Ich bin gerade echt hart überfragt. Jetzt geht das schon wieder los. Ich denke mal, wir denken wieder zu kompliziert. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir denken nicht zu kompliziert, weil sonst...
Wenn wir da oben sind, wo? Achso, da muss man es da rüber schießen, klar. Kannst du da, kannst du da einfach ein Portal schießen? Das reicht vielleicht schon. Nee, ich muss ja irgendwie da rüberkommen. Müssen wir vielleicht auf das Dach? Nee, kann auch nicht sein. Das kann nicht sein, nee. Irgendwie fehlt hier so eine Portalfläche, habe ich nur gesehen. Ich drück nochmal auf den Knopf, mal gucken, was da überhaupt passiert. Sonst dann geht ist das, dann nee, ne? So ein Ding auf. Ja, geht da. Nur hier die Tür auf, aber sonst ist da wirklich nichts. Es was? Ist merkwürdig. Wie machen wir das? Hab dir mal ein bisschen blaues Zeug rüber gespritzt. Weil, wenn das da oben wäre, ne? Ja, also ich dachte, vielleicht hat es ja irgendwas, weil es muss ja einen Sinn haben. Ja, aber das hätte. Aber das hätte ja, ehrlich gesagt, das wäre ja auch durch diese Wand ja auch gegangen. Kannst du mal runterfahren? Ja. Ja, das ist, dass jetzt da oben hinkommt. Ah, guck an. Me have it. Da siehst du. Me ist so fucking Gott. It's me. It's Anwalt. Oh, jetzt hat er jetzt wieder die Wand zugemacht. Hetze mal. So hoch. Warte, wenn ich durch bin? Nein, wenn ich durch bin. wenn ich durch bin. 2, 3. Bung. Komm, versuch es nochmal. Mit richtig Speed. Ja, mit Anlauf. Yes! Ja, ihr siehst. Yes, we are so good. Are the Champignons. We are the Champignons. Der Strahl geht falsch. Ich guck ja gerade, da könnte ich ihn jetzt hinschicken. Aber was bringt mir das? Naja, du musst. Weil ich bräuchte noch so ein Würfelchen. Du musst. Hier sind doch solche Dinger, kannst du da nicht schießen mit denen. Die müssen doch treffen. Was? Siehst du, die treffen doch. Andere Richtung. Maria! Bisschen mehr. Genau. Ich treffe dich noch. Ah! Platz, platsch. Und jetzt. Zack. Tu was offen. Ha! Ich glaube, jetzt haben wir's. Aber ich habe mich von dieser Fläche irritieren lassen. Hier oben. Die ist eigentlich für. Och, die ist auch für was gut, weil wir müssen ja irgendwie da. Deswegen dachte ich, wir müssten die irgendwie benutzen oder so. Aber manchmal, du kennst ja Glas, die verarscht einen ja mal gerne. Ja, ja. Und wie kommen wir jetzt da hoch? Was ist denn das hier eigentlich? Ich hätte erst gedacht, hier war was. Nee, kann man nichts machen. Okay, wir müssen vielleicht von da oben da. Das tut mir mehr okay. Man kann es eingleistern. Diese Demontageeinheiten sehen noch schlimmer aus als die anderen. Falls wir uns nicht wiedersehen, dann kriegen wir rein gar nichts. Mann, wir machen es wieder schwer, hey. Ja, richtig. Zack. Yes! Und warum geht's nicht auf? Was fehlt denn noch? Geht das nicht auf? Ja, der Strahl muss wieder da sein. Oh, noob, ey. Oh, noob, ey. Noob. Es wird Zeit, meine lieben treuen Zuschauer, unsere lieben treuen Zuschauer, dass wir unsere Kanonen putzen lassen und wir zum Bett gehen, demontiert werden. Und ich würde sagen, das wär's für diese Folge. Ne? Was? Oder? Das war's für diese Folge? Das war's für diese Folge. Wir machen jetzt ein Päuschen. Machen wir das? Ja. Okay, machen wir weiter. Du machst ein Päuschen, ich mach weiter. Ich mach ein Päuschen. Also ich sag schon mal, genau. Er hat gefurzt und ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Bis zur nächsten Folge. Ciao.